però adesso ci vediamo anche con i tuoi. Nun bin ich schon viele Wochen hier in dieser Stadt, die gerade neu gebaut wird. Denn für die Stadtmauer sind wir Wanderarbeiter genau die Richtigen. Viele Mauern haben wir schon im Süden errichtet, in Siena, Lucca, Padova, aber auch hier im kalten Norden. Dass eine Stadt ganz neu erbaut wird, das kommt nicht allzu oft vor. Dafür werden wir gut bezahlt. Hier erzählt man, die Münzen seien aus dem Silber des Lösegelds für Riccardo Cuor di Leone oder wie ihr hier ihn nennt, König Richard Löwenherz. Mir ist egal. Wie wir die Mauern Lage um Lage hochziehen, das haben wir uns von den alten Römern abgeschaut. Wenn wir die Steine schräg versetzen, können wir längere und kürzere verwenden, schaffen trotzdem gleich hohe Lagen und ersparen uns die teure Steinbearbeitung. Opus Spicatum, Ehrenwerk, nannten die Römer diese Mauern treffend. Sie erinnern an die Ähren eines Getreidehalms. So sparen wir Zeit und bauen eine solide Mauer. Die wird die Stadt auf lange Zeit vor viel Ungemach bewahren. So viel ist sicher. Servus, ihr da unter der Erde. Hier bin ich, hier oben. Ja, Johann Tscherte, Baumeister meines Fachs. Ich habe diese zusätzliche Befestigung mit meinen italienischen Kollegen Francesco Di Pozzo und Sigmund Di Pisa Di Prato Veteri geplant. Damals lag das Bodenniveau hier oben, wo ich jetzt stehe. Die Mauerbögen neben euch sind die Fundamentbögen. Sollte eine Eckbefestigung nach italienischer Manier werden, mit einer mächtigen Bastion außerhalb der Stadtmauer. Den Plan dazu habe ich an den römisch-deutschen König geschickt, den späteren Kaiser Ferdinand den Ersten. Der gewölbte Gang, in dem ihr steht, führte aus der Stadt zur Bastion. Deshalb haben wir hier auch ein Tor in die Stadtmauer eingebaut, um die Geschütze auf die Bastion fahren zu können. Die Hauptzufahrt für die Geschütze war die Strada Coperta. Wie der Name schon sagt, war sie mit Erde überdeckt. Dass ihr heute da unten stehen könnt, verdankt ihr einem Bierbraumeister aus dem 19. Jahrhundert. Bierbraumeister Josef Wedel. Ihr seht, für mich hat es sich gelohnt, die alten Kasematten anzumieten und den Boden abzugraben. Dann habe ich die Mauer durchbrochen und damit eine neue Zufahrt geschaffen. Jetzt können wir mit Rosswagen und den Bierfässern direkt hineinfahren. So. Vorwärts mit dem Wagen und dann die Fässer abladen. Der Flot, Flot. Wird heute noch in der Brauerei gebraucht. Es gibt eine neue Lieferung nach Neudorf. Let's rödeln, gehen wir.